Oh, hey! Hey! Don't worry. It's all right. No such thing as a stranger here. Tammy! Come on! Down there! I told you I heard something. Well, hey, ah, ja. This is a rare treat. Ah, ja. Deswegen hat er die Latzhose an. Ja, ja. Ja, ja. Der Schlawiner, der. Hey, I figure we got ourselves a strong, silent type here, Bray. Might be just the person we need for, you know what. Ich würde, hätte er nochmal einen Knopf aufgemacht. Yes, I think you might be right. You see, there's some folk who done us wrong, some bad folk. Ganz schön viele Haare hat er. Warm hospitality and disrespected Tammy here. And then just gone away. What do you think with the extra? Das ist sicher noch für dran. Real silky. Now, we're just simple farmers. Someone like yourself might see fit to apprehending said folk and returning them here to us for some reckoning of the situation. We pay them real well. And we can be real. Schläft in der Chat schon? Eins in den Chat, eins in den Chat. Nein, Spaß. Sandinay towards Van Horn. Well, I think that's a yes. Ain't this just a day to be thankful for? You know what? Now I think I'm gonna finish off the stew. Zwei. Dort wird er. Oh, nonsense. Well, I would eat your meat off a dirty floor, Princess. You know that. Das sind alte Schweine, ey. Haben die doch wahrhaft, deswegen hat er sich heute nur eine Latzhose angezogen, ne? Da waren sie nämlich oben beschäftigt, die alten Schweine. Postkutsche. Hast du immer noch deine Uniform an, Manni? Was ist denn los? Ich hab doch gar keine mehr an. Also gar keine mehr, ja, hier, wie heißt es schon? Wo geht's denn eigentlich hin? Kannst auf der Karte gucken. Unten aus der Stadt raus. Da müsste er theoretischerweise direkt hier uns entgegenkommen. Keine Unterbodenwäsche machen. Na? Also mal! Pferd! Du, komm mal her, du hier. Du, ich glaube, ich spinne. Ups, drauf auf den Gaul. Oh. Komm nicht vorwärts. Allrad geht nicht. Das ist so lecker auf so einen saftigen Burger. Weg da! Stehst mir weg rum. Ach, da ist ja noch einer! Ach, die Zielperson ist gestorben! Scheiße! Scheiße!
Ah. Manni, wo bist du denn eigentlich? Ich alles alleine machen hier. Los. Hallo? Aufheben. Ja, weiß ich doch nicht erstens, wie man das umstellen kann mit dem Auto-Helm. Und zweitens, ja, habe ich immer so das Problem, dass ich nie treffe. Und das ist immer so. Das ist immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das Ganze, weil, ja. Oh, da kommen ein paar Leute. Snaker gut auf Konsole. Okay. Ja, kann ich nicht beurteilen, ich treffe mal irgendwie nicht. Alter. Ja, genau. Ach. Ich nehme auf Pferd. Na, steht doch mal auf jetzt hier. Heb da erstmal die Alte und den Kunden auf jetzt hier. Also auch nicht so schlimm, sage ich jetzt mal so. Ich meine, mir geht es ja manchmal auch so, sie startet halt irgendwas, wo ich bei ihr vorne im Trupp war. Ich habe das gar nicht mitbekommen gehabt und in dem Fall, ja. Ich wollte jetzt eigentlich noch die alle plündern, aber das ist mir jetzt, weil ich ja gerade eben schon die eine Person da umgebracht habe, aus Versehen. Ja. Es ist halt immer so, man zieht immer die Leute an und dann, naja. Gibt es halt natürlich etwas weniger Geld, aber Herrgott, was soll's. Nur halt, dass die Ausdauer des Pferdes halt nicht so lang ist, das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Kann man das irgendwie noch erhöhen oder so? Jetzt wieder los hier. Oh, da kommen ein paar Leute. Der hat es gut gesessen. Klatsch.
Eins von zwei Personen abgeliefert. Ja, ich denke mal, waren es zwei Personen gewesen, wahrscheinlich jetzt. Ja. Hier wohnt der Dicke mit aller Zuse. Im Hund der Dicke mit der Latzhose. Der frisst bestimmt auch so. Der hätte so bestimmt so einen Burger. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja. Halt. Nein, ich will Pferd füttern. Lass mal Pferd ein bisschen was zu futtern geben hier, ne? Kann ja nicht so angehen hier. Kann ich es eigentlich mal striegeln? Nochmal striegeln. Ist das Vieh so Dreck schon oder was? So, gleich mal gucken hier, was es noch so auf der Karte gibt. Hast du jetzt dadurch eigentlich auch was bekommen, Vanni? Okay, mal sehen. Ah, hier ist der Joe wieder in der Nähe. Gehen wir gleich wieder dahin. Habe ich ja die anderen Missionen ja schon immer alle gemacht. Ich hoffe, euch gefällt es trotzdem irgendwie. Sage ich jetzt mal so. So vom Unterhaltungsfaktor her und so. Auch wenn es halt ein bisschen, naja, halt immer viele Wege sind, wo man reiten muss oder irgendwas machen muss. Wie Dart vorhin geschrieben hat. Er hat nur zugeguckt jetzt die ganze Zeit, wie ich eine Waffe kaufe. Jetzt wieder, warum bin ich jetzt hier rote Markierungen auf der Karte? Habe ich immer noch gesucht oder was? Ach, ein Kopfgeld. Oh, was ist denn hier? Warte mal, hier ist ein Zufallsereignis. Sack hier auf dem Pferd, ey. Mission abgeschlossen. Die Reisenden wurden dann beschützt. Okay. Ja, haben wir wenigstens wieder ein bisschen was getan. Ne? Ich meine, ist ja auch was. Kriegen wir dadurch auch automatisch Geld oder sowas? Oder wie ist das jetzt hier bei solchen Sachen? Bei solchen Zufallsereignissen? Verbundenheitsstufe. Oh, $300. Cool. Kann ich hier die ganzen Leute hier... Ah, oh, hier ist so ein Pferd nur. Ah, ja doch. Plündern. Das ist das Liebste, was ich immer mache. Plündern. Alter.
Ich höre einen vergessen. Ja, da hinten liegt noch einer. Oh, was ist denn hier los? Toll. Hast du die Leute da umgebracht jetzt oder was? Sowieso ist jetzt hier auf einmal keiner mehr. Wieso fackelt denn das ganze Ding jetzt hier? Lol. Also das muss ich jetzt wieder nicht verstehen. Was wird denn das eigentlich? Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Also, ist dir langweilig, Wanni, oder was wird das? Oder warum machst du das immer? Ja, um 3 von 3. 1 von 3, 1 von 3. Ist denn das jetzt mal Mission, die man wiederholen kann, oder was? What if I told you there were some real low-lifes? Bad folks. Worse than me. All camped out in the middle of nowhere. And they got a stash with them. Big stash. Some of your beloved Capitale, too. You already made up your mind, ain't you? They're as good as dead. That's what I like about you. Spin a little yarn and off you go. No questions asked. Verstehe ich nicht. Andere Leute haben hier neue Zuschauer. Auf Twitch ist hier eine Person, die hat neu, ist ganz neu, spielt irgendeine Karre ohne, hat über 500 Zuschauer. Verstehe ich nicht. Also Twitch muss ich echt nicht kapieren, wie das funktioniert. Egal. 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 Gibt dich zum Lager. Dann wollen wir mal dahin gehen, würde ich sagen, wa? Jana, ich verstehe es noch nicht. Ich gucke mal, ich bin halt regelmäßig auch auf Twitch live. Manchmal über. Manchmal sogar manchmal jeden Tag. Mit den unterschiedlichsten Zeug. Ne, deswegen. Es geht mir nicht um die Zahlen. Alter. Es geht mir nicht um die Zahlen, aber. Ich verstehe es einfach nicht. Ich möchte halt diese. Ich möchte es ja einfach halt nur kapieren, ne? Mehr halt nicht. Vielleicht bist du zu alt. Ne, die Welt kann ja nicht kapieren, das ist richtig. Ne, mir geht es ja trotzdem nur drum. Man ist manchmal jeden Tag so 4-5 Stunden da, gerade wenn ich jetzt hier abends zocke auf Twitch live und ich mache das nicht erst, sage ich jetzt mal, seit gestern, aber ach, naja, ist egal. Ist mir halt nur aufgefallen, halt einfach, ne. Bei YouTube zum Beispiel ist ja immer zwischendurch mal so eine Thematik, dass man wenigstens mal dann jemanden mal drin hat, wo man mal sich mal unterhalten kann oder so. Oder man sieht mal halt mal was, ne? Hoppala, verdammt. Ja, ja, ist ja gut, Mensch, hier geht's hier runter. Aber da, naja, da Glück hast. Oh, hier gibt's ja was zum Blundern. Naja, egal.
Ja, klar. Hoppala. Hey, willst du doch gar nicht auf mein Gaul? Ich will plündern. Plündern ist meine liebste Aufgabe hier in dem Game. Andere machen die Arbeit und ich plünder. Okay, ich habe, was habe ich auch schon, Fortschritt Stufe 8 erreicht, okay. Na. Ja. Das habe ich ja beim Younes ja immer schon bemerkt gehabt, ne? Er ist auch regelmäßig immer mal live gewesen und so und hat immer irgendwas gemacht und gezockt mit seinen Leuten da. Und das und diesen jenes, das wisst ihr nicht, wie es hier wieder runter geht. Hat auch immer so ein, zwei Zuschauer nur. Wo ich mir dann also denke, hä? Verstehe ich nicht. Naja gut, ist ja auch jetzt egal. Hier läuft ein Pferd. Hoppala. Was ist denn hier los? Da stellt den Baum einfach dahin. Sowas aber auch. Hoppala. Gibt es da sowas wie einen Weg oder so? Ja, hier gibt es wieder einen Weg. Juhu! Weg ist immer Tool. Hi, looky do you do. Mein Popsloch, das schaut zu. Gib mir voll einen rein, denn ich will immer sparsam sein. Ich erzähle hier einen gequirlten Scheiß. Drum will ich. So, mein Trink ist alle. Ich leg mich jetzt hin und ärgere mein. Was? Und ärgere mein Kissen, okay? Wieso willst du denn dein Kissen ärgern? Dazu, was macht man doch nicht? Man ärgert doch nicht sein Kissen. Wünsche euch viel Spaß. Oh, so schön um zwei. Und ein schönes Wochenende. Dankeschön, dir auf jeden Fall auch. Ich denke mal, wir werden uns ja sicherlich nochmal irgendwie hören oder lesen oder wie auch immer. Ne? Auf jeden Fall habe ich schon wieder fast ein neues Video fertig. Das ist auf jeden Fall schon mal Fakt. Das muss ich jetzt nur nochmal drüber gucken, bearbeiten lassen. Und dann bin ich eigentlich schon durch. Und dann kann ich eigentlich schon das dann wieder freigeben und hochladen, demzufolge. Und ja. Weil nee, das Outfit habe ich schon lange weggemacht. Ich hatte es vorhin nur ganz kurz dran gehabt. Guckst du, warte. Guckst du? Einstellungen hier. Hä? Jetzt. Okay, er wollte es. Hat es wahrscheinlich irgendwie nicht aktiviert oder so, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall hatte ich das vorhin schon eigentlich wieder gleich rausgenommen gehabt. Da hat aber ein Werder bei mir angezeigt, Trupp-Outfit. Ich habe ja die ganze Zeit mein eigenes hier wieder angehabt. Aber du halt noch nicht.
So, eine Mission werde ich noch machen. Danach werde ich halt dann diesbezüglich ein bisschen... Warum, was heißt denn immer, dein Pferd ist gestorben oder nicht verfügbar? Nächstes, okay. Werde ich halt jetzt noch so eine Mission machen, damit ich dann noch halt dazu komme, noch das Video mir nochmal durchzuschauen und dann auch fertig machen zu lassen. Das dauert ja dann auch nochmal ein bisschen. Hä, bezahle die Tierarztgebühren? Ich möchte mir das Video nämlich dann noch, was ich da für DS Garage wieder fertig gemacht habe, mich dann nochmal anschauen und dann fertig machen und dann halt, ja. Das dauert ja dann auch nochmal ein bisschen, bis der Laptop dann also das Ganze da wieder bearbeitet hat. Dauert das Ganze auch nochmal, gegeben, außer, warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken hier. Ich muss mal ganz kurz schauen hier. Wenn ich das jetzt so exportieren wollen würde, würde er das machen? Ja, okay, würde er machen, okay. Da brauche ich nicht nochmal das Programm runterschmeißen und wieder neu installieren. Alles klärchen. Perfekt. Ja, das ist nämlich dann immer so das Hauptproblem dann in der Hinsicht. Hätte ich ja jetzt auch, hätte ich auch schon vorhin eigentlich fertig machen können, aber ja, habe es jetzt währenddessen so ein bisschen, als ich mal gestorben bin vorhin, hatte ich mal kurz ein paar Sachen eingefügt. Da kann ich das erstmal so kurz lassen, weil ich muss mir das nochmal dann angucken in Ruhe. So auf Türen und Angeln ist das halt immer ein bisschen blöd. Falls noch jemand den Kanal nicht kennen sollte, gerne mal reinschauen. Was ist denn hier schon wieder los? Seit wann kann man hier eigentlich auch die Leute wieder heilen? Warum fängst du eigentlich immer wieder mit irgendjemand an, irgendeine Schießerei an? Ist ja nur mein Kopfgeld, was ich dann bezahlen muss. Mein Anotor, sind hier irgendwelche? Oder was sind das für Leute hier jedes Mal? Ich will doch ein... Ah.